Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe heute meinen neuen Gast mit dabei. Hallo. So, aber deswegen lassen wir uns jetzt hier nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Wir machen unseren Plan weiter. Wir fangen nämlich heute an einmal mit neuer Aufnahmesession. Dementsprechend haben wir jetzt einmal neue Dailies. Wir haben heute Sammler aufbereitetes Wasser, ein Goldstern, Bau im freien Kameramodus, ein Boden, eine Wand oder ein Dach in einem Werkstatt oder Camp, ist gekochte Mahlzeiten 10-mal, das Event Angreifer aus dem All, eine Daily Ops, ein Event, ja mir fehlt irgendwie die Daily Ops hier, töte einen legendären Gegner, verkrüpple Protektron oder Robohirnarme und verwerte eine Impro-Waffe. Ja, alles nicht so schlimm. Ich werde mal kurz neu rollen. Ich werde mal hier, kommen die Robo-Arme, das ist langweilig. Machen wir nochmal. Töte eine Maulwurfsratte 5-mal. Naja, gib mir doch mal was Episches. So, das Bauen. Jawoll. Ich bestelle Munition an einer Werkbank her. 75-mal. Ja, okay, gehen wir gleich drauf ein. Machen wir gleich. Ist nicht schwer. Gut. Des Weiteren, wir sind jetzt mittlerweile bei 70 angekommen. Das heißt, wir machen die Spielbrettvorstellung 61 bis 70 jetzt nochmal fix. Das heißt, fangen wir mal ganz am Anfang an. Das wären dann einmal 250 legendäre Scheine. Dann haben wir einmal legendäres Modul 5-mal. Und für Förstler das Rennfahrer-Outfit. Denn die Secret Service Lackierung Stuntman. Dann haben wir einmal Symbol massenverlockendes Waffen. Okay. Und Feuerwerkskit. Dann haben wir einmal Art Deco Sal-Tapete. Okay, halt neue Tapete. Und dazu nochmal 5 Tragkapazitätsbooster. Dann kommen schon die 3 Banner. Dann haben wir einmal Filmrollenskin und roter Teppich. Dann kommt schon die Hellcat-Lackierung in Gold, nochmal 100 Goldbarren und 250 legendäre Scheine und zu guter Letzt 150 Atome. So, dann gehen wir mal kurz im Detail auf. Was haben wir denn da jetzt so Schönes freigeschaltet? So, fangen wir als allererstes an mit dem roten Teppich. Naja, gut, ich hätte mir ein bisschen längeren gewünscht oder so. Ist aber an und für sich cool. Man kann sie auch nebeneinander stellen und so. Und dann passt das schon. So richtig schöner Catwalk. An und für sich top. So, dann haben wir hier einmal eine Schaufensterpuppe mit dem Rennfahrer-Outfit. Ich hätte noch schön gefunden, wenn es dazu noch einen Helm gegeben hätte. Weil irgendwie gibt es dazu keinen Helm. Ist ein bisschen schade. Also ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Ich habe jetzt auch keinen gesehen, ne? Da war jetzt auch kein Helm bei. Guck nochmal. Nicht, dass da jetzt Blödsinn laber. Nee, da war kein Helm bei. Ja, wie gesagt, ich hätte da gerne noch einen Helm dazu gehabt. Ich habe jetzt den Daredevil-Helm aufgesetzt, damit das ein bisschen passt. Aber gut. So, dann einmal die Stuntman-Lackierung für die Secret-Service-Rüstung. Jo, passt. Perfekt. Dahinter habe ich jetzt mal die Wand aufgebaut. Ja, gut, ist jetzt nicht so mein Muster, wo ich sage, so muss ich unbedingt haben. Ich kriege da eher Kopfschmerzen, wenn ich die ganze Zeit auf so eine Tapete starren würde. Aber okay. Dann haben wir hier einmal das Feuerwerkskit. Und da gehen wir gleich nochmal in einen anderen Vault rein. Die Dinger werden mit Strom versetzt. Man kann sie aber auch ohne Strom einmal aktivieren. Dann jäckeln sie sich einfach mal kurz ein bisschen hoch. Brauchen auch ein bisschen, bis sie wieder setzen. Ist an und für sich eine kleine Explosion. In diesem Vault, ne gut, machen wir erstmal weiter. Gehen wir erstmal fertig und danach quatschen wir nochmal über das Feuerwerk. So, dann haben wir jetzt einmal hier die goldene Hellcat-Rüstung. Auch die eigentlich ganz cool. Auch wenigstens schön das Symbol oben noch für Hellcat, ne? Wunderbar. Gefällt mir ganz gut. Und zu guter Letzt den Rucksack-Skin, die Filmrolle. Ja, man kann sie auch endlich mal ausstellen. So, aber kommen wir jetzt nochmal zu dem Feuerwerk. Ich hatte mich eigentlich schon mega drauf gefreut, habe auch ein bisschen schon damit rumgespielt. Das ganze Problem ist aber,
Ja, es ist, also ich hatte die Dinger aus Fallout 4, kenne ich die ja noch. Und damit kommt man eigentlich relativ viel Blödsinn machen. Die sahen aber auch ein bisschen anders aus, die ersten. Ich habe jetzt geguckt, was ist jetzt damit möglich und was nicht. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Versuchsaufbau aufgestellt. In Fallout 4 war es noch damals so, dass man halt mit einem Terminal drauf zugreifen konnte. Man konnte dann halt auch ein bisschen mehr einstellen. Dem ist jetzt nicht mehr so. Selbst wenn ich sie jetzt sofort verbinde, das heißt, ich mache jetzt hier mal kurz den hier weg. Und eine direkte Verbindung. Also sprich, ist nichts auszuwählen, somit ist da auch nichts dran. Normalerweise kann man mit dem Terminal dann halt ja auch einige Gegenstände, sowas wie Fallen, resetten, wieder aufstellen und, und. Ist mit dem Terminal jetzt nicht möglich. So, die Dinger funktionieren auch, wenn sie unter Strom gesetzt werden. Und deswegen habe ich jetzt hier so einen kleinen Versuchsaufbau aufgebaut, um zu zeigen, was es ist. Aber da kommen wir auch gleich zu dem, wo ich ein bisschen nörgeln muss. Ich finde die Dinger ja schon cool. Schade, dass sie halt nur eine Explosionsart haben. Aber man hat es eben schon ganz kurz gesehen. Ja, die Explosion ist nicht vorhanden. Das ist halt in den Unterkünften war es jetzt. In den Camps hat größtenteilig funktioniert. Bloß meine Camps haben momentan keinen Platz, um so einen Versuchsaufbau aufzusetzen. Ja, in einigen Untergründen geht es. Also ich bin jetzt hier im Ödland. Ich habe jetzt noch nicht alle Untergründe ausprobiert. Im Atrium funktioniert es halt auch nicht. Genauso wie in Pittsburgh funktioniert es auch nicht. Im Foyer und Quartiere funktioniert es wieder. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird noch gefixt, weil ist an und für sich ganz cool. Man kann das Camp dann halt so ein bisschen explodieren lassen oder ähnlichem. Und ja, ich habe jetzt hier einfach nur so einen kleinen Billo-Aufbau gemacht, damit man halt nicht die Schalter gleich sofort sieht. Ne? Das ist jetzt einfach nur eine ganz simple Trugschaltung. Man stellt sich drauf, die Dinger bekommen ihren Strom und fertig ist. Man kann richtig schön Blödsinn damit machen. Gut, aber ich hoffe, es wird halt noch gefixt, weil das ist ja keine wirkliche Explosion. Und man kann sie halt auch noch einzeln jetzt ansetzen. Ohne Strom, da muss man dann halt immer nur jeweils hingehen. Nächste Manko, man darf nur 5 Stück von denen aufstellen. Das sind also alle Dinger, die man in ein Vault oder ein Camp stellen darf. Naja, gut. Aber das war's jetzt erstmal vom Spielbrett. Ja, Munition und Co. habe ich soweit. Wunderbar. Ja, dann gut, dann gucke ich jetzt mal, dass ich jetzt mal erstmal wieder zurück ins Lager gehe und mir jetzt mal Munition herstelle. Für meine zweite epische dieser Season, kann man ja schon sagen. Sie fallen momentan nicht wirklich vom Himmel. Die kommen meistens sehr, sehr selten. Bin jetzt quasi jeden Tag am Wegrollen. Ich habe sogar schon Premium Rolls ausgegeben, aber kein Lack, kein Lack. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 5 mm Patronen. Das sind genau 100 Stück. Och ja, hey, ist fertig. Ohne dass ich wirklich was ausgeben musste. Kann ich auch wieder wegpacken. Passt. Hat ein paar Punkte gegeben. So. Ja, Event gekochte Mahlzeit. Haben wir noch irgendwas Gekochtes da? Ich habe noch so viel Hirsch. Würde ich den eh nur wieder verkaufen. Weil auch Hirsch habe ich momentan viel zu viel. So, dann ist das auch fertig. Jetzt brauchen wir noch 5 Maulwurfsratten. Wo hole ich mir denn jetzt 5 Maulwurfsratten her? Weiß die oberste Maulwurfskönigin, wo ich 5 Maulwurfsratten herkriege? Nö. Okay. Dann muss ich selbst auf die Suche gehen. Ja gut, ist jetzt nicht so weiter schwer. Maulwurfsratten. Gehen wir erstmal zum Umspannwerk hier einmal unten runter. Da haben wir einen festen Spawn für Maulwurfsratten. Na, da hinten haben wir auch noch mal welche. Da haben wir auch noch welche. Eigentlich ist nicht schwer. Ist nicht schwer. Ansonsten könnte man einfach jetzt die Bombe werfen und den Titan machen. Das wäre eigentlich, glaube ich, mit am schlausten. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier. Bettchen. Nummer 1. Nummer 2. Was? Nur 3? Ja, ich wollte gerade sagen, Nummer 4 und Nummer 5.
reicht's ja aber. Stinkeratten. So. Wunderbar, dann sind die Ratten auch schon soweit fertig. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Da würde ich sagen, machen wir jetzt heute mal noch... Machen wir die Daily jetzt schon? Nee, komm, die machen wir später. Machen wir erstmal ein bisschen hier kleinen verwehrte Impro-Waffen. Ja, gehe ich mal einfach mal ein paar Supermutanten quälen. Wir haben gerne mal eine Impro-Waffe dabei. 5 Stück ist ja nicht weiter schwer. Fange ich Hunters Will an, renne ein bisschen weiter hoch. Spätestens bei Westec dürfte ich alle zusammen haben. Impro-Waffen haben die ja auch öfters mal im Repertoire. Alleine um Korkschrott zu sammeln. So, aber das Looten darf ich nicht vergessen. Halt! Böser Hund. Nee, ihr blutet gut. Hier knallt das schön. So, nochmal ein paar EP hier. Wunderbar. So. Und mit euch hier oben? Keine Lust? Kann ich nachvollziehen. So. Ach ne, hinten haben wir ja auch noch einen. Jetzt hätte ich hier beinahe noch einen Supermutanten vergessen. Wenn ich Hunde vergesse, ist nicht so schlimm. Aber Mutanten muss ich mitnehmen. Könnte ja eine Impro-Waffe drin sein. Leider sieht man es ja nicht mehr jetzt von... hat er gerade in der Hand gehabt. Dann kriegt man ja irgendwas anderes. Hat man auch ein Lasergewehr in der Hand oder so. So, aber gucken wir mal. Sturmgewehre. Nee, da war kein... Nicht eine dabei heute. Ui. Ui, ui, ui. Na gut, dann nehme ich euch da hinten nochmal kurz. Doch. So, dann nehme ich euch mal alle ab und dann machen wir uns das mal ein bisschen schneller. Wir gehen mal direkt nach Westec. Dann holen wir uns da noch irgendwo eine Impro-Waffe. Zur Not, ja, man kann Impros auch herstellen und sie verwerten, aber dafür bin ich jetzt ein bisschen zu geizig. Will ich das mit EP zusammensetzen hier? Genau, nimm mich mal auseinander. Hast du das Krachen nicht hören? Irgendwo? Oha. Dass die Nuke nicht in die Luft geflogen ist. Das ist jetzt aber bemerkenswert. So, das war mein legendärer Gegner. Gut, spätestens volle Stunde. Kriegt man ja auch nochmal einen Alien-legendären Gegner. Hier haben wir noch einen Supermutanten-legendär. Wollen aber heute auch nicht, ne? Schenken die mir Armbrüste. So, die anderen haben wir hier auch. Dann gehe ich jetzt aber mal von hinten noch rum. Zack. Gut, dann düsen wir noch mal kurz da hoch. Nächster Kern leer. Schade, dass man Fusionskerne immer noch nicht so gut droppt. Und die immer noch herstellen muss oder farmen muss. Wobei ich die Herstellprozedur immer noch am besten finde. Ist zwar auch nicht schwer, aber man muss halt immer einen Gatling-Laser basteln. Empfinden. Bin ich heute nicht so gut. Bin ich morgen nicht so gut. Na, irgendwann nochmal. Man lebt langsam so diesen Verwöhnungsstil. Ja, das stimmt. Das wird wirklich ein guter Kampf. Du wolltest mir noch mal ein bisschen Muni und so geben, ne? Sei ehrlich. Gut, Raketenwerfer, Sturmgewehr. Ein Impro-Gewehr. Eieieiei. Habe ich ja richtig ins Klo gegriffen hier heute. Na gut, dann gehen wir jetzt noch mal rein hier.
Kann ja nicht wahr sein, dass ich nur ein Impro-Gewehr krieg. Das ist doch nicht wahr. Weil ich will wirklich nicht herstellen. Ich bin zu geizig dafür. Auch wenn ich die Ressourcen dafür 2-mal oder 50-mal in der Kiste hab. Machen wir hier nochmal ein bisschen blaues Flämmchen. Der hat wieder ein Sturmgewehr heute bei. Sturmgewehr-Day bei euch, oder wie? Ja, das ist ein Radiumgewehr, aber... Leider kein Impro. Na? So. Doch. Warum nicht? So, nochmal ein bisschen Brennstoff recyceln. Hier haben wir noch einen legendären. Mensch, heute droppt sich das legendäre Zeug ja richtig gut. Naja, haben sie auch in der Challenge. Da sind nochmal 2 gewesen. Laufen wir hier nochmal einmal kurz durch. Metallrüstung. Na, nee. Und Powerrüstung. Ja, nee. Muss jetzt nicht so sein. Komme ich mal kurz rum hier. Ich danke dir fürs nächste Sturmgewehr. Stahl ist wieder gerettet. Was heute auch nur Sturmgewehre bei war. Die wollen mich heute nur mit Sturmgewehren abspeisen hier. Schlimm mit euch. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Mal bitte die Tür öffnen. Warum kein Kübelkopf? So. 2 kleine Granaten haben doch bestimmt geholfen. War hier noch was? Nö. Jagdgewehr. Alles bloß keine Improwaffen heute, wa? Die führen heute wirklich nur Sturmgewehre mit sich rum. Der Wahnsinn. Muss ich jetzt wirklich noch Kultisten jagen? Ich dachte, mit meinen Brüdern kann ich es einfach mal umgehen und dann bin ich durch damit. Aber ich glaube nicht. Dann können wir mal gucken, wie viel ich jetzt habe. Ich habe ja nicht alles gesehen, was ich gelootet habe. Schauen wir mal kurz rein hier. Jagdgewehre, haufenweise Sturmgewehre. Ah, guck mal, Impro-Gewehre. 4 Stück insgesamt, passt. Wunderbar. So, dann ist es auch fertig. Dann lasse ich euch jetzt auch wieder in Ruhe. Bis ich die nächste Aufgabe hier bekomme. Dann dürft ihr erstmal hier in Sicherheit sein. So. Haben wir auch das fertig. Ja, was fehlt jetzt eigentlich noch? Ja, Angreifer aus dem All. Aber das würde ich lieber in die nächste Folge verlegen. Und ansonsten, ja, ein Event des Angreifer aus dem All. Ja gut, ich habe noch mein Wasser nicht gesammelt. Da muss ich, glaube ich, auch das Camp wechseln, weil ich glaube, ich habe in dem Camp da oben noch kein Wasser hingestellt, ne? Oh, 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 oh. Ja gut, aufbereitetes Wasser, irgendein Event jetzt grinden. Man droppt es ja relativ schnell, eine Daily Quest. Auch kein Problem. Sollte eigentlich kein Problem sein, ein bisschen aufbereitetes Wasser zu bekommen. Aber für solche Fälle habe ich ja extra Produzenten ohne Ende. So, dann nehmen wir hier nochmal kurz alles mit. Was wir hier so Schönes haben und eigentlich wollte ich da nicht ran. Ich wollte eigentlich nur schnell looten. So, Dosenkaffee, zack. Ein paar Bonbons. Mein Popcorn. Alles in einem durch
abgerissen hier. So, und das Bäumchen. Gut, dann kann ich es auch wieder deaktivieren. Ist es soweit leer? Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal Wasser hinkriegen. Ich brauche ja irgendwo, muss ich mir ja jetzt überlegen, wo ich jetzt Wasser hinstelle. Nee, habe ich hier nicht sogar in die Küche Wasser gestellt? Für den Fall der Fälle? War ich so schlau? Nee. Bezweifle, dass ich so schlau gewesen bin, das in die Küche zu stellen. Aber, Mensch, ich muss sagen, ich war so schlau. Ich hätte das auch von hier abholen können. Ja, genau sechsmal aufbereitetes Wasser ist da. Ich war so schlau. Oh Gott. Ja gut, denn hätte ich das Camp gar nicht wechseln brauchen. Habe ich aber dennoch gemacht. Passiert. So, hier können wir nochmal alles rausholen, was wir jetzt hier noch drin haben. Nochmal kurz ein bisschen was einsacken. Damit es auch lohnt, hier wieder was rauszupfeffern. So. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.